Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki. Wir sind heute zu Besuch hier. Also ich bin der Sagi und das ist die Silke Dumancic. Und ich bin heute bei der Silke zu Besuch, weil sie mir etwas über Hypnose erzählen möchte. Sie ist nämlich Hypnotisierin und da bin ich mal gespannt, was es alles so gibt. Weil sie war nämlich schon mal bei uns in der Live-Sendung, bei Late Night im Radiostudio. Und da haben wir gesagt, wir wollen uns irgendwann mal zusammenfinden. Und da erzählt sie mir viel mehr und viel detaillierter über Hypnose. Das machen wir ja sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ja sehr skeptisch, was diese ganze Sache angeht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Sehr gut. Dann lass uns doch erstmal darüber sprechen, was denn Hypnose überhaupt ist. Ja, was ist eigentlich Hypnose? Ja, also Hypnose ist wie ein Tanz. Hypnose ist wie ein Tanz, ich als Hypnotiseurin führe und du darfst folgen. Aha. Eigentlich ganz einfach. Du darfst aber die Tanzrichtung aussuchen. Und vielleicht sagst du ab und zu bei einer Drehung, nee, will ich nicht. Und das passt. Das heißt, ich begleite dich eigentlich. Mhm. Hypnose sind Bilder, die du dir vorstellst. Okay. Ich gebe dir ein Bild rein, du darfst es dir vorstellen. Und wenn du es dir vorstellst und auch gleichzeitig fühlst, dieses Bild, ja, dann sind wir bei Hypnose. Und dann bewirkt das irgendwas, was du möchtest sozusagen. Oder was ich, was ich möchte. Weil du möchtest was. Ja, ja. Nicht ich möchte was, du möchtest was. Ja. Ja. Also, Fakt ist als allererstes, es gibt keinen hypnotischen Zustand. Definitiv nicht. Dieses ganze Schlaf und ich bin weg, das funktioniert nicht. Vergiss es. Du bist voll und ganz da, du kriegst alles mit. Es passiert nichts, was du nicht willst. Und es gibt aber nicht auch diesen Schnipp und du machst jetzt, bist jetzt plötzlich der Massenmörder. Nee, gibt's nicht. Also ich schnipse ab und zu mal, aber eigentlich aus anderen Gründen. Okay. Nee, es gibt. Letztens habe ich zum Beispiel, kennst du den Film Die nackte Kanone? Nein. Ja, da wurde jemand hypnotisiert. Wie sagt man? Hypnotisiert. So. Und dann wurde geschnippt und dann war die Massenmörderin, die Frau. Okay. Ja, das ist natürlich ein Comedy-Film gewesen, aber ist ja auch wurscht. Wollen wir hier nicht machen. Nee, wollen wir nicht machen. Kein Massenmörder. Gut, okay. Das ist gut zu wissen, ja. Sehr gut. Also, Fakt ist, es gibt keinen hypnotischen Zustand, okay? Hm. Es gibt einen entspannten Zustand im Gehirn, den man messen kann. Es gibt einen gestressten Zustand im Gehirn, den man messen kann. Man kann den REM-Schlaf messen. Man kann unfassbar viel im Gehirn messen, aber keinen hypnotischen Zustand, definitiv nicht. Okay. Ja? Es gibt eine Trance. Und in der Trance zu arbeiten, ist toll. Weil du dich auf eine Sache fokussieren kannst. Weil du nicht fünf Kinder um dich herumspringen hast, die im Endeffekt dich ablenken, weil kein Telefon klingelt, keine Einkaufsliste im Kopf ist oder. Okay, das heißt also, du bist auf diese Sache, die du bewirken möchtest, bist du komplett fokussiert. Richtig. Mhm. Das geht in der Trance leichter. Bei jemandem, der Schmerzen hat, da funktioniert keine Trance. Jemand, der Schmerzen hat, der kann sich nicht mal kurz entspannen mit seinen Schmerzen. Wie oft hast du schon hypnotisiert? Was ist deine Referenz mir gegenüber? Ich weiß es nicht. Ich mache das seit 2011, habe ich das erste Mal hypnotisiert. Da wollte ich das gar nicht, aber da habe ich das gedacht. Aber jemanden in die Trance gebracht. Und jetzt seid ihr verheiratet, oder was? Nein, ich war schon verheiratet. Ich bin seit 2008 verheiratet. So, das heißt also, 2011 hast du angefangen. Wie viele Hypnosen machst du so im Monat? Ich habe ja ganz viel gelernt dabei. Hm. Also ich kann es dir... Also reden wir über 100 oder reden wir über 2000 Hypnosen? Also definitiv über 100 und wahrscheinlich keine 2000. Naja, das ist ja eine super Information jetzt. Also irgendwas... Über 100, naja, auf jeden Fall, ich bin nicht der Erste. Du bist nicht der Erste, ja, okay, nein. Gut. Also es waren schon so einige. Ja, okay, gut. Wo hypnotisierst du, in welchem Bereich hypnotisierst du am liebsten oder am meisten? Ist es dann irgendwie bei einem Kunden oder bei, wie sagt man Kunde? Kunde, Patient, Klient, ja, sucht dir Klient, aus. Genau. Also bei einem Klient zu Hause oder kommt der zu dir? Der kommt zu mir. Der kommt zu dir. Das heißt, man nimmt mit dir Kontakt auf und sagt, das ist mein Problem und dann kannst du abwägen, okay, kann ich dir helfen und dann kommt er zu dir. Tatsächlich. Ja, ich habe ja auch ein Problem heute. Das willst du klären? Das will ich klären. Achso, das wusste ich nicht. Das machen wir gleich. Ich habe nämlich Muskelkater. Muskelkater, sehr gut. Ja, Muskelkater. Ich mache ja gerade Sport. Ja, und meine Beine sind komplett muskelbekatert. Und die Silke sagte zu mir, dass man
mit Hypnose den Muskelkater beheben kann. Und ehrlich gesagt, wenn das geht, ja, dann hätte man das schon längst, hätte ich das schon längst gemacht. Aber ich probiere es heute. Vielleicht werde ich überrascht. Die Schmerzen, der Muskelkater wird da sein, nur die Schmerzen, dass es wehtut, das können wir wegkriegen. Ja gut, aber der Muskelkater, das ist ja der Schmerz für mich. Der Schmerz wird weg sein. Der Schmerz wird weg sein, okay. Ja, da bin ich gespannt. Dann wollen wir das gleich machen? Nein, jetzt wollen wir was anderes anfangen. Oh, wir wollen was anderes anfangen, Entschuldigung. Ja, sorry. Sehr schön. Also ich war noch mitten in der Aufklärung, falls ich dir aufgefallen habe. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich dachte, die Aufklärung wäre schon gelaufen. Okay. Die Aufklärung ist das Wichtigste bei der Hypnose. Heißt, du weißt, dass es keinen hypnotischen Zustand gibt. Das heißt, du weißt, dass hier alles, was hier passiert, du mitbekommst. Du bist nicht weg. Ja? Es ist so, wie wenn du die Augen zumachst und ungefähr so oder noch viel mehr entspannter. Ja? Ja. So wie kurz vorm Schlafengehen vielleicht. Mhm. Ja? Du schläfst noch nicht ganz, so fühlt sich das im Endeffekt an. Mhm. Und egal, wie sich das anfühlt, ob du ganz heftig entspannt bist oder nur ein bisschen, alles ist in Ordnung. Mhm. Ja? Weil das Nächste ist, wir brauchen keinen hypnotischen Zustand, um zu hypnotisieren. Es gibt ja auch keinen. Ja, aber wir brauchen auch keinen. Ja. Also. Gut. Ja. Ja. Sehr gut. Das heißt, gleich entspannen wir uns ein bisschen. Ja? Du bist Linkshänder. Das heißt, ich nehme gleich deine linke Hand. Darf ich dich gleich anfassen? Gleich? Gerne. Gleich. Jetzt doch nicht. Also. Sehr gut. Also, ich nehme gleich deine linke Hand und dann führe ich die ein bisschen nach oben. Mhm. Und dabei darfst du irgendwann mal die Augen zumachen. Okay? Und nur während du sie nach oben führst oder machst du so? Während ich sie nach oben führe, darfst du die Augen langsam zumachen irgendwann, wenn du dich so weit fühlst. Mhm. Ja? Ich sag dir das alles noch. Du musst dir überhaupt nichts merken. Du kannst dich total entspannen. Alles gut. Alles gut. Ich sag es dir, ich erzähle es dir noch vorher, was ich tue, damit du dich dann darauf einlassen kannst. Alles klar. Okay? Ja? Dann tue ich den Arm langsam wieder nach unten und dabei darfst du ganz leicht, wenn du willst, mit den Augen flackern. Ja, ganz leicht. Du musst nicht, du kannst sie auch zulassen, wenn du dich gut fühlst. Mhm. Ja? Nur nicht weit aufreißen, bitte. Das wäre kontraproduktiv. Wenn ich den Arm wieder nach oben tue, darfst du die Augen wieder schließen, dann wieder runter, wieder leicht flackern. Das machen wir hin und her. Ach so, das ist flackern. Genau. So, und das ist wieder schließen. Genau, und das ist wieder geschlossen halten. Genau. Ah, verstehe. Und irgendwann lasse ich deinen Arm da oben stehen und dann bleibt er da oben stehen. Mhm. Im Moment, ja? Und wenn ich ihn antippe, darf er langsam in den Schoß sinken und dann fangen wir mal an, ein paar Muskeln anzuspannen. Wenn ich dir sage, so als Frage, spann mal deine Füße an, kannst du damit was anfangen? Die Füße? Ja. Kannst du die so? Nö, das geht schon. Also ich so, okay. Wenn ich dir jetzt sage, deine Waden anspannen, kannst du das? Ja, die Waden kenne ich aber. Sehr gut, so. Überhaupt Beine anspannen geht auch. Ja. Ne? So, sehr gut. Ganz unkompliziert, ich sag, du sollst anspannen, wieder entspannen. Ja. Fertig, okay? Das krieg ich hin. Sehr gut. Bist du aufgeregt? Ich bin gespannt. Sehr gut, so soll das sein. Später gehen wir mit ein paar Bildern weiter. Wir machen ein hypnotisches Phänomen. Ja? Mhm. Heißt, ich zeige dir, was ein Gedanke schafft. Ja? Mhm. Ein Gedanke zum Beispiel kann es schaffen, dass die Hand am Bein festklebt. Ein Gedanke kann es schaffen, dass der Arm fest ist, dass du ihn nicht mehr knicken kannst. Ja? Mhm. Ein Gedanke kann es schaffen, dass du am Stuhl festklebst. Mhm. Ja? Das ist ein hypnotisches Phänomen, das tut keinem weh. Nur du siehst, dass über diesen Gedanken du das selber schaffst. Und wenn ich währenddessen merke, dass es unangenehm ist für mich, wenn der Arm nicht mehr geknickt werden kann oder nicht mehr... Dann hörst du auf zu denken. Dann hörst du auf zu denken. Dann hörst du das auf zu denken. Aha. So, oder du sagst es mir, auch das ist möglich. Gut, gut. Ja? Okay. Fakt ist, dass das, was ich dir als Bild reingebe, dass du das auch fühlst. Dass du das nicht nur siehst, sondern auch fühlst. Also das muss ich versuchen zu fühlen. Nicht versuchen, sondern fühlen. Ich fühle es, ja. Also ich werde es fühlen. Okay, ich fühle es. Ja. Ja, okay. Sehr gut. Ja. Okay, wenn du irgendwas nicht kannst, ist es schlimm, dann sag es einfach. Wie gesagt, wie der Tanz. Ich führe und du darfst folgen. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, okay, das passt nicht, dann ist es okay. Mhm. Ja, sehr gut. Alles klar. Fertig. Von meiner Seite, ja. Dies war die Aufklärung der Hypnose. Jetzt weiß ich so ein bisschen was über Hypnose und weiß, worauf ich vielleicht einlassen kann. Aber wie es weitergeht, das sehen wir im zweiten Teil und der kommt demnächst, weil es natürlich eine sehr lange Sitzung war mit der Silke. Und das zeige ich euch dann irgendwann in den nächsten Tagen. Cheerio, Miss Sophie.